Smooth as sugar, sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of. Wir beide sind von der Pike auf durch und durch Fachkräfte der Bäderwelt. Fachangestellter für Bäderbetriebe ist, jetzt pass auf, nichts dürfen, aber für alles die Verantwortung tragen. Schauen wir uns die Branche doch mal an. Die einen spielen Mensch ärger dich nicht, die anderen spielen Monopoly und dann gibt es noch diejenigen, die gar nicht mehr spielen. Ja, wann spielen wir endlich gemeinsam für unsere Branche? Aber wir sind schon lange an dem Punkt angelangt, an dem es Veränderung braucht. Der Podcast ist im Grunde ein Stammtisch, an dem ja polarisiert wird. Ja, was macht der Meister im Endeffekt? Er ist ein besserer Fachangestellter, leistet im Endeffekt die Arbeit eines Fachangestellten, soll anscheinend für die Organisation zuständig sein, darf aber nicht. Der Begriff Schwimmmeister ist, glaube ich, heute im Kontext derselbe Begriff wie Bademeister. Und an dem die Meinungen, Sorgen und Emotionen zusammentreffen. Im Grunde ist es wie das Betriebstagebuch im Schwimmbad. Hier laufen alle Daten zusammen. Und ich glaube, dass wir dadurch nicht nur zum Dialog und zum Nachdenken anregen wollen, sondern um das auszusprechen, was uns als, ich sag's jetzt mal salopp ausgedrückt, Bademeister bewegt und umtreibt. Der Fachangestellte ist ein Beruf, der keiner mehr ist. Ja, wer möchte als Meister am Beckenrand stehen und gleichzeitig für 100 Euro mehr im Monat seinen Kopf hinhalten für Dinge, die von vornherein hausgemachte Scheiße ist? Schwimmmeister, Fachangestellte, Rettungsschwimmer, Bademeister und wie wir sonst genannt werden. Wir sind alles davon. Wir sind alles, die ihre Passion in der Arbeit gefunden haben. Wir lieben unseren Job. Genau das ist das, was uns antreibt, warum wir uns investieren, warum wir das machen. Wir müssen endlich anfangen zu definieren, was unser Beruf ausmacht. Ich glaube einfach, es braucht Identität in allen Bereichen. Wir wollen, dass die Bäderwelt bestehen bleibt und die Zukunft auch noch genauso viel Spaß macht wie heute. Dafür müssen wir aber jetzt aufstehen. Dafür müssen wir einstehen und dafür müssen wir aufmachen. Ist der Blaudruck wirklich die Lösung für uns Fachkräfte? Das Leben im Schwimmbad ohne Fachkräfte. Wir sind einer von euch und bilden eine Stimme. Wir wollen uns im Podcast genau darüber unterhalten, was uns bewegt, was uns ausmacht. Wir werden den Alltag aufmachen und das erzählen, was uns in der Branche passiert und was nicht laut gesagt wird. Ich höre immer nur, Personalkosten sind so hoch, der größte Posten im Defizit. Aber wäre es nicht irgendwie schlimm, wenn es nicht so wäre? Und genau an der Stelle beginnt unser Potenzial. Also, auf geht's. Lasst uns reden. Sugar, sweet. You got what I need.